Hi Leute, in dem Video geht es um Selbstliebe, darum, ob du dich selber lieben kannst. Und ich glaube, wir sollten uns alle mal fragen, so, kannst du dich früh vor den Spiegel stellen? Wirklich sagen, hey, ich liebe mich. Ich liebe mich, wie ich bin. Kannst du das machen? Liebst du dich, wie du bist? So? Egal, wie du bist. Auch wenn du gerade dick bist, dünn bist, egal. Liebst du dich, liebst du deinen Körper? Bedingungslos. Kannst du einfach so annehmen, wie du bist, gerade in diesem Moment. Ich denke, Selbstliebe ist so, sich wirklich selbst zu lieben. Einfach sagen zu können, hey, ich bin gut, so wie ich bin. Egal wie ich bin. Diese bedingungslose Liebe, wo auch eine Mutter für sein Kind hat. So. Egal was das Kind macht, auch wenn das Kind mal Scheiße baut. Auch wenn das Kind sich nicht den Vorstellungen entwickelt. Eine Mutter liebt ihr Kind einfach so. Und genau diese bedingungslose Liebe, die sollte man wieder zu sich selbst finden. Und fragt euch mal wirklich so, schimpft vielleicht manchmal auf die Erwartungen, wo andere an euch haben. Meint, man kann es niemandem recht machen. Und keiner akzeptiert dich so, wie du bist. So. Aber akzeptierst du dich selbst so, wie du bist? Das ist die Frage. Und wenn man das erreicht, stellt euch jeden Morgen vor den Spiegel. Und sagt, dass du dich liebst. So kannst du das. Kommst du dir komisch dabei vor? Kommst du dir vielleicht komisch dabei vor, so ein Video dann darüber anzuschauen? Und wann habt ihr das letzte Mal zu euch selbst gesehen? Wenn man sich das mal bewusst macht, dann merkt man auch, dass all das, was einen im Äußeren stört, wie soll man denn sowas akzeptieren? Wie kann man das annehmen im Äußeren? Wie andere Menschen sich verhalten, wenn man es nicht mal schafft, sich selbst zu lieben. Wenn man es nicht mal schafft, sich selbst anzunehmen. So wie man ist. Einfach die Situation so akzeptieren. Auch wenn, weiß nicht, die Frisur gerade nicht stimmt. Wenn man gerade nicht so ausgeruht ausschaut. Trotzdem das zu machen, wo man wirklich fühlt, so, hey, das ist das Richtige, so, das ist das, was ich jetzt machen muss. Diese Gedanken beiseite zu schieben, so, was andere über einen denken. Sondern schau erstmal, was du über dich denkst. Kannst du dich annehmen in der Situation? Kannst du dich hinstellen? Zu deinem Wort stehen? Und wirklich das machen, was du für richtig hältst und nicht dich von anderen dann beeinflussen lässt. Stell dich jeden Morgen vor den Spiegel zu. Sag, dass du dich liebst. Probier das mal aus. Und sei dankbar dafür. Wirklich selbst akzeptierst, dann wirst du auch die Dinge im Äußeren akzeptieren. Zu
sich trotzdem verändern können. Völlig im Moment sein. Gut, Leute. Wunderschöne Grüße.